Staatsoper. Karl Böhm war hier zweimal für 2 Jahre Direktor. Der letzte im Zweiten Weltkrieg vor der Zerstörung, der erste nach dem Wiederaufbau der Oper. Leonie Rüsanek singt zum ersten Mal in ihrem Leben die Elektra. Berühmt ist ihre Darstellung der Chrysothemis, Elektras Schwester. Mit Karl Böhm hat sie aber auch die Salome und die Frau ohne Schatten gesungen.